Hallo Kinder, wollt ihr wissen, wie Kreis Industries entstanden ist? Na dann passt mal gut auf, ihr Idioten! Im Untergrundlabor, in der Kackerschwengelschlucht, hat ein dicker Mann mit Glatze Genitalien untersucht. Er forscht auch in Muskeln, Nippel und noch vieles mehr. Kein Finger reinzustecken fiel ihm schwer. Das hat man zumindest so hinterher der Versicherung erzählt. Ich sagte, Kreis, steck doch das Ding nicht in den Kloner rein. Doch Kreis sagte, nur Tiere mit Menschen schwängeln müssen sein. Er drückt auf den Knopf und von hier gibt's kein Zurück. Und so entstand Kreis Industries zum Glück. Und das war die Entstehungsgeschichte der besten Firma der Welt. Und jetzt schön liken und abonnieren, ihr Idioten. Yo, Kreis, warum kann dieser Mülleimer hier drüben reden? Was sagt der Mülleimer? Mein Vater, hey, der hat mich da reingestopft. Was hast du mit dem, was hast du da gemacht? Da ist jemand drin. Hast du dein Kind reingestopft? Also, ich finde jetzt ein bisschen unhöflich hier, was du da machst. Ich sitze hier mit einer Spritze auf dem Klo. Guck mal, die Tür ist verschlossen. Ach, weil du Koten warst, da werde ich eingesperrt, ja, und muss deine Dämpfe inhalieren. Du musst. Sieh zu und lerne, Junge. Komm. Ich need to learn. Ey, ist noch Wasserkühler. Durch wo ist ein Wasserkühler? Ja klar, Zampaka. Boah, jetzt bin ich aber... Mein Onkel Zampaka. Unten ist halt so ein kleines Portal. Willst du da rein dippeldudeln oder sagst du, ich will eher ein bisschen... Ich finde, wir sollten erstmal mit der Tram zurückfahren, unser Zeug wegbringen. Fährt die dann nur zurück oder fährt die woanders hin? Ich schätze mal, die fährt zurück. Ich schätze mal, das wird so, weißt du, dass alle Gebiete sich hinterher mit Trams verbinden, so. Also da, immer mit dem Hub, so. Naja, wenn du das sagst, ich weiß es nicht. Geh mal davon aus, es wäre nur logisch. Ja, vielleicht geht's auch zu einer total verrückten Zwischenstation. Ne, wir fahren mal in die Talstation, vielleicht ist ja da was. Irgendwie Frauen in Dirndeln oder so. Ach, Kreis Industries, das ist ein Laden. Guck dir das an hier. Wir werden durch die Kanone irgendwie, wir sind jetzt nur noch ein Projektil. Die Hypertram. Heute ihr Schaffner, Captain Scooter. Captain Skeet, ey. Skeet, mach nochmal das mit deinem Zahn. Geht's ja nach Hause, ja, ne? Das doch, oder? Ja. Aber hier ist auch noch so eine Ecke, wo wir nicht waren, oder? Ich weiß nicht. Moment, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Oh, damit habe ich ja nicht gerechnet. Also wir müssen noch außen rum laufen. Voll der miese Service. Sollten die Basis hierhin verlegen, einfach nur um die Laufwege zu kürzen. So, du willst also deinen ganzen Kram abgeben. Ich bin schon ziemlich dick beladen, ne? Ich hab schon ziemlich dick Tasche in der Hose. Egal, ist jetzt legal, Alter. Lauterbach sagt, darf ich. Klar, Lauterbach sagt, ich darf schön auf Tasche haben. Ich darf auf Tasche, Alter, und dann geht's ab, Junge. Schön hier, München Park da. Schön abgesippt. Schön hier Gibbets. Oh Mann. Hören die das selber, oder... Muss man denen das erklären, wie dämlich das klingt? Kann man nicht einfach eine Tüte drehen, wie früher, ganz normal? Weißt du so? Nein, das geht nicht. Vergiss nicht, deine Sachen zu reparieren. Na, die sind nicht kaputt, ich müsste die höchstens aufladen. Aktenschrank. Soll ich die Rampen jetzt mitnehmen oder nicht? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, sind Rampen wirklich vonnöten? Ja, ich wollte ja mal gucken, ob wir da in den anderen Sektor kommen mit den Rampen, ne, aber ich kam da nicht hoch. Sektor Prezel, meinst du? Also auf jeden Fall hier wieder Munition herstellen. Wieso? Ein 9mm oder was? Nee, hier Shotgun. Achso, weil 9mm haben wir hier 100 Schuss oder so. Ja, aber die Shotgun sagt, nehme ich nicht. So, und jetzt wieder zurück zur Trappertram. Also lasse ich die Rampen erstmal hier. Ja, die wiegen ja auch einen Haufen Holz. Na, zwei. Let's go to the B-Side sind wir jetzt. Wir sind jetzt offiziell Tram-B-Sider. Geil eigentlich, ne? Ja, wir sind jetzt auf der
barbusigen Seite des Imperiums. Wie kommen wir denn da hin? Warte mal. Ja, da hoch die Rampe. Einfach wie zur Tram laufen, nur an der Rampe. Guck mal, ich bin da oben. Siehst du mich? Ah, da. Ja. Let's go to the bee. Es gab mal einen Jungen, der lebte in der Mall. Er tanzte gerne Tango, aber am Sonntag nur Dancehall. Er hatte einen... Er lebte ganz alleine, verlassen von Kreis Industries. Doch trotzdem war seine Stimmung niemals wirklich mies. Und was, dann nennt man sich da Fischköpfe? Das ist so das... Ja, nee, was isst man denn so, wenn man so Kreis Industries so geschädigt ist? Irgendwie Dimension X-Samen und Sachen. Hatte sehr viele Dimension X-Samen in seinem Bauch, der Junge. I can feel my blood sugar falling. Was ist dein Blutzucker? Oh. Ist wieder total Schrott. Ja, weil ich wieder nichts gegessen habe. Und es immer wieder vergisst. Gucken, ob unterwegs irgendwo ein kleiner Snackautomat, glaube ich. Ja, da ist einer direkt. Ich brauche auch noch einen kleinen Jawler, brauche ich. Was, so ein Jawler im Maul. Halt ein Maul-Jawler. Produziert von Johnny Buchanan. Johnny Buchanan. Ist ja random, was da rauskommt. Wusstest du das? Ja, ja. Immer was du da halt siehst in der Vitrine. Haben wir ein paar Jawler geholt hier, eine gute... Aber hier kommen doch so Salzletten raus. Ja, bei mir kommen Jawler raus. Ich habe Farbenbällchen bekommen. Ja, ich kriege hier nur die guten alten Farmbällchen. Bauer wir Malmex Schwellball. Wir haben manchmal einfach den Dollar nicht annimmt, die dumme Sau. Nee, ich krieg nur Jawler. Ich krieg nur so Schambällchen. Ich hätte gerne mal wieder so ein Dozen Nuts. Warum nimmt der denn mein Geld nicht? Lass mich mal einen reinwerfen. Ah, der ist leer. Er sagt, nee, du hast mich leer gekauft. Brauchst du die Fähigkeit, wo du gegen den Automaten treten kannst? Oh mein Gott, hier stehen auf einmal eine Armee. Eine ganze Armee? Ja. Wie viele? Eine Armee. Oh, da! Granate! I must reload. Die sind stark, Alter. Einen habe ich erstmal zu Boden gejaulert. Ja. Die Granate muss ja Damage machen eigentlich. Eigentlich schon. Adele? Was will der von Adele? Tickets. Nee, da gibt doch keine Nachos. Irgendwo ballert noch jemand, ne? Ja, da kommt gerade einer. Hier kannst du gehört, das Nägel. Adele. Da! Stop! Ketten sind wichtig und Tassen. Ja, aber Ding ist auch super wichtig. Papier. Und so viel mehr Papier. Oder Bücher. Wahlweise Bücher. Nee, Militärrucksack. Gar nichts. Ich brauche diese Funker-Rucksäcke. Die geben nämlich Schampelz, was wir brauchen. Rüstung 4, Rüstung 6, Gewicht aber 18. Der hat nur Gewicht 7. Ich glaube, der nehme ich den Ordenshelm. Ja, ich muss viel schleppen, ich will Stärke leveln. Wie die Rucksäcke stehen, ne? Let's go to the Portal! Wir sind irgendwie gefühlt die einzigen Menschen, die dieses Spiel in Deutschland spielen. Und es dann auch ruhig spielen. Alter! Du bist auf dem Zug! Wo sind wir denn? The train must roll on, yes, no matter what. I cannot rest, must keep going, cannot stop. Oh, we know what will happen, what we feared for so long, all these years. Cannot stop, must keep going. Heftig. Dr. Hammond ist völlig durchgedreht. It never stops, it never ends. It goes on and on
and on. Dr. Hammond, wisst ihr aus wie ich? Wait. No. I must not stop. I must. Es wird dunkel. I must. Aber irgendwie nicht hier. Dr. Hammond, Alter. Guck mal. Was ist das für ein Luxus-Train? Jetzt schau mal, was hier steht. Ich habe da ein Fass für dich hingestellt. Schau mal, wie das heißt. Achselschmalz. Von K-Industries. Eine ganze Kanne Achselschmalz. Richtig geil. So nenne ich meinen Energy-Drink. Glitschige Schmalz für Dinge, die glitschen müssen. So nenne ich meinen Energy. Alter, kann man das hier alles mitnehmen? Ey, eine Taschenuhr. Kann man hier wohnen? Kann ich bauen. Ich würde hier gern wohnen. Wie geil wäre das hier drin hier zu wohnen? Guck mal, hier ist aber noch ein Portal. Da hinten ist ein Soldat. Immer noch dort. Warte. Oh, was hält der aus? Schnupp. Militech. Muni. Stell dir vor, man könnte hier wohnen. Wie geil wäre das? Hier ist ein Amboss, noch Sachen. Am Amboss hatte ich schon mal einen mitgenommen. Ja, kann man den. Hier ist nochmal Schmalz. Boah, hier Ketten und so sind wichtig. Und Stahlkabel, Schlauch ist auch immer gut. Der wird ausgeschützt. Schleifscheibe. Ja, haben wir schon. Oh, hier kann man wirklich wohnen. Hier kann man wohnen. Rein theoretisch kannst du hier wohnen. Autobatterie-Ladegerät. Und noch mehr Schmalz. Eine Taschenuhr, damit kann man ein Spuddy bauen und eine Kristallfiole. Und einen Geigerzähler-Schlüsselanhänger. Die Kristallfiole ist, glaube ich, das, um die Irrlichter zu fangen. Boah, wie geil, ey. Dieses Spiel ist so gut. Ich weiß nicht, warum. Ja, aber niemand spielt's. Niemand spielt's. Wir sind die Einzigen auf der Welt. Wahrscheinlich, weil es von der Grafik her so aussieht und dann halt nicht nur 4,99 kostet. Das ist natürlich. Ja, aber du kriegst ja super viel Content. Ja, aber das wissen die ja nicht. Die sehen die Grafik. Ah, was ist das, Pillow Game? Es ist auf Steam sehr gut bewertet, ne? Ja, ist es auch, weil es ein gutes Spiel ist. Guck mal hier, du kannst hier oben rum. Mein jugendlicher Freund. So. Warte mal. Müssen wir hier wahrscheinlich wieder rein, oder? Hab hier so einen fiesen Polarwind. Ja, Alter, guck dir mal den Zug an. Das ist voll das Hightech-Teil. Fiesen Polochwind. Boah, was ist das hier? Die antike Kiste. Mit antiken Sachen. Was war noch irgendwas drin? Antike aufbauen. Nehmen auf jeden Fall so viele Taschenuhren wie möglich mit, weil die kann man zerlegen. Stop! Da gibt es Zahnräder. Stirb. Kann man so einen antiken Sessel nicht mitnehmen? Hier war nochmal ein bisschen Altpapier. Boah, hab ich den Schädel weggeschossen. Man kann auch irgendwas mit einem Aktenkoffer machen. Ich würde gerne hier so eine Wandleuchte mitnehmen, aber die gehen immer kaputt. Alter, Silberbesteck. Yo. Silberstücke. Ey, der Orient Express. Warte, geh zurück. Achso. Ah ja gut, der ist jetzt tot. Ich wollte gerade eine Granate werfen, aber dann... Nimm das ganze Besteck mit. Da hinten. Achtung, Strahlung. Das Strahlung, Vorsicht. Das ist voll der widerliche Buh. Strahlung. Kann der denn da drin überleben? Franzose. Guck mal. Ein altes Buttermesser. Ah, da ist noch ein Feuerlöscher. Ich bin halt auch hart müde. Da oben steht auch noch einer. Warte, ich schieße. Boah, ist der stark. I'm tired.
muss unbedingt pennen gehen. Alter! Jetzt ist er endlich tot, ey. Können wir auf dem Zug wohnen? Boah, ich brauch dringend kurz eine Spritze, Alter. Ich bin extrem müde und ausgelaugt. Lass mal pennen gehen, hinten waren Betten. Gibt's hier nicht irgendwo ein Schlafabteil? Wo waren denn Betten? Ja, ich meine so lang. Immer weiter. Ganz hinten waren so. Ja, keine Betten, ein Sofa, wo man halt pennen kann. Aber ja, rein theoretisch könntest du hier wohnen. Oh, ein Schaukelstuhl! Ah, hier ist so Chaiselong. Ja, so einen hätte ich gern mitgenommen. Aber geht nicht. Da kannst du dich malen lassen wie die Mädchen in Frankreich. Ja, es wäre schon geil, wenn wir sowas hätten, oder? Ja. Aber man kann keins mitnehmen aus irgendeinem Grund. Mal im echt lange schlafen hier. Mal meine Brüste üppig und groß. Die sollen schön geschwollen aussehen. Ihr Busen war geschwollen durch die Erregung, als Jack sie malte. So, sind wir schön ausgeruht? Brauchst du Heilung oder so? Nein, nein, ich bin komplett frisch. Ja, ich wurde hart angelunzt, ey. Aua! Ich bin ausgerutscht und jetzt stecke ich fest. Echt? Schon wieder drüben. Warum komme ich denn da nicht hoch? Brauche ich hier extra Fitnesslevel, so? Ich bin nur super schmutzig. Gibt's hier keine Toilette auf dem Zug? Ja, ich bin auch dreckig von dem ganzen Gesteche und Geblute hier von den Leuten. Das sind Franzosen, glaube ich. Ja, das sind Franzosen, so viel wie die bluten. So viel wie die bluten, müssen die Franzosen sein. Okay, das glaubt schon mal nicht. Da steht ein Typ, aber... Was ist das hier? Ist das die Linse? Jo. Alter, ein Minizug! Ich hab einen Minizug! Warte mal, aber was machen wir denn jetzt hier? Machen wir mal hier unten durch vielleicht? Na, wahrscheinlich. Repariere die drei Elektronenpumpen. Konnte man denn hier was reparieren? Meine Shotgun ist bald durch. Dr. Derek Mance reporting. Research Director, Gate Derek Cascade Mance Research Facility. Ich kann keinen Achselschmalz mehr einbringen. I struggle to accept the implications. Ich hab 7 Achselschmalz. No Alter. The train's momentum is tied inextricably to the atomic attractions of the region. It appears boah, to be passing Dosen. Indefinitely. If it were to stop, the limit of the und Waschwasser. Chaos is at best uncertain. Nice. At worst, immense. Na, ich kann mich nicht waschen. I'll be drafting up containment procedures in the morning. Oh! Da war einer auf dem Klo! Ich wollte nicht stören, Entschuldigung! Der ist tot. Der hat eine Kackwurst gemacht. Der hat eine Kackwurst gemacht. Jetzt sollen wir hier reinspringen oder was? Ja, ich denke mal. Ich versuch's. Bin ich. Ah, ja, aber hier sind die drei Dinger, die wir reparieren müssen mit Dr. Schwengelmann. Ja, aber wo? Dem Schmied. Hier waren wir ja schon. Die Sachen vom Schmied. Wir müssen noch drei so Dinger reparieren. Eins haben wir ja schon repariert gehabt, wo wir noch gar nicht wussten, dass wir drei Stück reparieren müssen. Waren das die? Aber wo sind die denn überall? Warum sind wir dann auf dem Zug gewesen? Muss irgendwas auf dem Zug geben, was uns hilft. Ich bin jetzt erstmal bei der Tram. Kommst du zur Tram? Achso, ja, vielleicht brauchen wir Achselschmalz oder so vom Zug. Jetzt fahren wir erstmal zurück, weil ich bin ran. Stimmt, der eine hat doch auch gesagt, eins könnte außerhalb von einem Portal sein oder so. Ja, da war ja diese Linse, die wir da drin gesehen haben. Aber wahrscheinlich müssen wir erst alle anderen machen, damit die Linse im Zug irgendeinen Sinn ergibt. Ich weiß aber nicht mehr, wo die alle waren.
Kann man irgendwas sehen? Ja, aber eins können wir auf jeden Fall mit dem tauschen. Oder nicht? Guck mal hier, der Schmied kann die Teile herstellen, die wir brauchen, um Elektropumpen zu reparieren. Er möchte aber etwas Material tauschen. Diode gegen Schmalz. Faseroptisches Kabel gegen Lötmetall. Silder und Metallschrott? Wahrscheinlich Silber. Optische Linse gegen verstärkten Schlauch. Oh. Okay. Ah, das Silber! Weil er hat Silber und Schmalz. Er kann es ja irgendwie einschmalzen. Ja, genau. Und als wir mit ihm geredet haben, hat er gesagt, ein paar von den Sachen findet ihr wahrscheinlich außerhalb dieser Welt sozusagen. Und das wird Silber und Schmalz gewesen sein. Silber und Schmalz ergeben den Malz, heißt es ja immer, ne? Ja. Und dann kriegen wir ein Teil und das müssen wir dann einbauen, da wo die Glasmänner sind. Würde ich jetzt mal behaupten. Was ist das denn für ein Symbol da unten? Dampfbetrieb. Dank der Dampfkraft bewegst du dich einige Zeit lang schneller. What? Ich bin schneller dank Dampf? Was? Wieso? Hast du es nicht da unten in Buff? Weiß ich nicht, ich sehe keinen Buff, ne? Ich bin auch noch dreckig. Muss ich erst... Ah, doch, stimmt. Der Zug da, ja. Aber eines Tages. Was ist denn Slippy Sloppy? Spooty, was ist ein Spooty? Dafür brauche ich eine Kartoffel. Haben wir irgendwo noch eine Kartoffel? Wie jemals eine Kartoffel? Ja, ja, wir hatten schon Kartoffeln. So Tomaten, die kippen alle bald. Ja gut, ess was du essen kannst, ne? Ja, deswegen sage ich ja, friss. Stopf dich voll mit Tomaten. Tu Nachos mal mit in den Kühlschrank. Mal die zwei können wir mal eben hier nur noch pannen. So. Autobatteriezeug hier. Ein bisschen was reparieren. Ich brauche einfach nur Papier. Weil ohne Papier kritisch. Weil ich halt keine Muni herstellen. Es kostet so viel Papier. Ich kann es nochmal einpacken, Muni machen, weil mir schon wieder Papier ausgeht. Muss erstmal fressen gleich, ey. Bin nur müde und hungrig. Wie im echten Leben, ne? Ja. Ich bin ein alter Mann, der nur müde und hungrig ist. Ja gut, guck mal, es ist jetzt 14 Uhr, was habe ich gegessen? Ein paar scharfe Salami-Dinger und Chips. Das ist ein Leben, Alter, das ist ein Leben. Ja, Kreis lebt den Leben. Den Leben, lebt das Leben. Er lebt den Leben, Alter. Nee, nachher mache ich mir lecker irgendwas, weiß ich aber noch nicht was. McDonald's oder so. Naja, mach ich mir richtig schön lecker was zu essen bei McDonald's. Ja, ich arbeite da nebenbei. Autobatterie. Aber ich wieder gegessen habe. I may soon need the facilities. Strahlung. Ladestation. Ein kleines mobiles Gerät, das die Batterie eines beliebigen Gegenstands wieder auflädt. Ja, krass. Kann eine Ladestation bauen jetzt. Ein kleiner Kristallspeer, der merkwürdiges violettes Licht ausstrahlt. Dann kannst du unterwegs deinen Speer aufladen und so. Ne? War schon lässig. Oh, guck mich an. Was war da denn? Ich bin gerade unten und dampfe. Alter. Merkst du es? Hansi Robbo. Ja, guck mal, in seinem Rucksack. Ich leuchte. Ja.
Hängt eine Lampe. Ich habe jetzt so eine kleine Spuddle-Lampe. Damit kann ich böse Geister und sowas verjagen. Das ist Chuchu. So, müssen wir wohl jetzt zum Schmied, ha? Ja, und was bringen wir dem? Silber und Schmalz. Oder was wollte der? Silber und Achselschmalz, ne? Ja. Der will Schmalz gegen Lötmetall, Silber und Metallschrott in einem Suppentopf mit Wasser schmelzen. Mama, das mach ich mal. Ach, Lötmetall will der haben? Mhm. Wo haben wir denn hier den Suppentopf? Ach, der könnte überall sein. Warum dampfe ich so schwarz eigentlich? Ist es... Weil du irgendwie verrußt bist durch den Zug. Kraft der Dampf... Sause. So, jetzt muss ich da Silber reinmachen. Na, hab ich den Topf wieder genommen. Metallschrott. Wo ist Metallschrott? Schnell! Warum nimmst du den nicht vorher mit raus? Keine Ahnung, ich dachte, ich hätte im Ding Inventar welche gehabt. So. Brauche ich hier so eine Lötpampe. Wie viel Lötpampe will denn der haben, der Mann? Keine Ahnung. Will ich eine Tomate reinmachen? Na, es gibt nicht viel. Es gibt wohl anscheinend gibt's wohl nicht viele Suppenrezepte irgendwie. Nee, aber. Man will trotzdem alles in den Topf stecken, ne? Ja. Ungekochtes Lötmetall. Frage ist halt, ist Lötmetall allgemein später was, was auch noch so für uns wichtig ist, oder ist es quasi Schrott? Alles ja. Schrott. Tja. Der köchelt noch weiter vor sich hin. Ja, dann können wir ja warten. Machen wir ein Päuschen, bis er geköchelt ist. Sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Hüdelüdel.